Wir sind mit der Fähre von Kopangan nach Kotau gefahren. Die Sonne hat absolut geknallt und wir haben den Fahrtwind wirklich sehr genossen. Nachdem wir unsere Sachen weggebracht hatten, haben wir uns den unfassbar schönen Sonnenuntergang am Strand angeschaut. Danach sind wir mit ein paar Freunden zum legendären Kotau Pub Crawl gegangen und hatten einen wirklich nicen Partyabend. Aktuelle Situation, aushaltbar, würde ich mal sagen. Wir sind gestern auf Kotau angekommen. Wir sind mit der Fähre hier rüber gefahren, haben dann unser Hostel eingecheckt. Wir haben jetzt endlich wieder ein Zimmer für uns. Es ist auch noch so schön. Wir haben einen Balkon. Es ist mega. Gestern Abend sind wir spontan noch zu einem Pub-Crawl gegangen mit ein paar Leuten, die wir kennengelernt haben. Hatten einen richtig, richtig coolen Abend. Es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Es war gute Stimmung. Und so auf Anhieb gefällt uns diese Insel einfach nur gut. Es ist so unfassbar schön. Es hat einen super angenehmen Vibe. Es ist einfach nur entspannt. Es ist Entspannung pur. Ich bin jetzt hier im Wasser. Das ist nicht so wahnsinnig erfrischend. Es ist eher so lauwarm, aber ganz schön. Und mit ganz schön meine ich, es ist wunderschön. Für morgen wollen wir uns einen Scooter leihen und hier die Insel mal ein bisschen erkunden. Die ist nämlich nicht so groß und es soll richtig schöne Viewpoints geben und noch andere ganz schöne Strände. Aber heute ist absolut nichts mehr geplant. Wir lassen den Tag hier in Ruhe ausklingen. Erster Stopp des Tages ist Summit Viewpoint. Es war ganz schön bumpy hierher zu kommen und hat dann 20 Baht Eintritt gekostet und das war jeden Stein, um den wir herumfahren mussten, wert. Und es sucht sich ein Hängemattplätzchen da oben. War richtig schwierig. Das ist so glitschig da unten. Hier ist ein einziges riesiges Korallenriff. Das ist mega, mega cool. Man sieht die Fische schon ohne, dass man unter Wasser ist. In den buntesten Farben. Leider haben wir keine Schnorchelsachen. Wie heißt die Bucht hier nochmal? Tanote Bay. Okay.
Boah, man sieht sich auf dem Video, aber da unten sitzen die riesigsten Krebse. Hi! Boah, ist das cool hier. So, kurzes Live-Update. Wir sind mittlerweile schon 3 Tage auf der Insel, haben auch doch ein zweites Mal den Pub-Crawl mitgemacht. Vorgestern haben wir einen reinen Strandtag, Rumliegetag gemacht, das war sehr entspannt. Und gestern war dann unsere Rollertour. Ja, und jetzt gerade, beziehungsweise heute die komplette erste Hälfte des Tages, nur rumgelegen, also auch wirklich im Bett viel rumgelegen, haben überhaupt nichts gemacht. Nee, jetzt wollten wir gerade los zum Strand. Und dann ist das passiert. Bis jetzt hatten wir mega Glück mit dem Wetter. Es hat fast noch gar nicht geregnet, obwohl wir mitten in der tiefsten Regenzeit stecken. Und wirklich in der Sekunde, in der wir rausgegangen sind, also wir hatten uns gerade völlig umgezogen, eingecremt, alles fertig. Hier der Regenguss, der schlimmste Regenguss, den wir bisher hatten. Ja. Jetzt sitzen wir hier und machen es uns gemütlich. Versuchen uns nicht drüber zu ärgern. Wir haben ja genug Zeit, um nochmal an den Strand zu gehen. Wir wollten eigentlich heute abreisen, haben uns aber gestern schon entschieden, dass wir noch verlängern und jetzt doch nochmal 2 Tage mehr bleiben, weil es hier einfach so schön ist. Wir waren schon zum Viewpoint, war gar nicht so lang, vielleicht 20 Minuten hoch und stehen wieder runter. War so anstrengend, ich habe so geschwitzt, weil es einfach auch furchtbar, furchtbar heiß ist. Wir sind bei Freedom Beach und baden in perfekt kristallklarem Wasser und es könnte keine schönere Belohnung geben für die Anstrengung. Ja, wir sind bei unserem dritten Stopp angekommen. Das hier ist der Hatien Beach und die Bucht hier heißt Shark Bay, weil man hier wohl auch beim Tauchen ganz gut Haie beobachten kann. Wir gehen jetzt aber nur schnorcheln. Ich glaube, da ist die Chance jetzt nicht so groß. Aber es ist ja eigentlich fast egal, an welchem Strand man ist. Die Unterwasserwelt ist immer schön.
nicht immer total außergewöhnlich, aber immer schön anzugucken. Ist einfach eine schöne Tagesaktivität. Wir waren da vorher am Freedom Beach, da haben wir uns jetzt ganz gut auch aufgehalten, mehrere Stunden, haben noch was gegessen. Und jetzt geht so langsam die Sonne schon unter. Wir wollen zum Sonnenuntergang wieder auf die Westseite der Insel. Aber wir haben ja unsere Scooter noch, damit ist alles mega easy. Das ist sowieso das Beste, was man hier machen kann. Wirklich, wir haben pro Roller für 24 Stunden Donnerstag bezahlt. Und das ist halt nichts. Das sind, weiß ich, 6 Euro oder so. Also wirklich wenig und kann man nur empfehlen. Okay, für diesen Schnarchelspot würde ich sagen 2 von 10. Nicht besonders gut. Es ist super trüb, ich weiß nicht, woran das liegt, aber das Wasser ist richtig so milchig. An den anderen Stränden, wo wir jetzt heute waren, beim letzten Mal waren, war es ganz klar, dass ich nicht so wahnsinnig viel gesehen. Naja, Versuch war es wert. Bin ich nah genug dran? Ich glaube ja. Okay, dann fasse ich jetzt mal kurz unsere Tage hier zusammen. Wir waren jetzt 5 Tage und Nächte hier. Wir wollten nur 3, es sind 5 geworden, weil es ist einfach das Paradies hier. Wirklich. Ein Tag war schöner als der andere. Heute Abend geht es für uns weiter. Eine recht abenteuerliche Reise. Wir fahren euch mit einer Nachtfähre und danach mit einem Bus und sind insgesamt, also angesetzt sind, glaube ich, 16 Stunden unterwegs. Mal gucken, wir werden es sehen. Wir fahren weiter nach Khao Sok, das ist ein großer Nationalpark. Und es ist irgendwie ein komisches Gefühl, jetzt weiterzufahren. Die 5 Tage waren echt lang und es war auch wirklich schön, hier mal so ein bisschen ganz zur Ruhe zu kommen. Aber wir freuen uns jetzt auch, dass es weitergeht. Wahrscheinlich super windig und kaum zu hören, aber wir sind hier im absoluten Edelrestaurant der Insel und die Gerichte, die wir uns jetzt rausgesucht haben, kosten so 7, 8 Euro. Das geht hier auch teurer, aber... Man hat hier auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Lebensqualität, das kann man nicht anders sagen. Und der Ausblick ist kaum zu übertreffen.